Herzlich willkommen und schön, dass ihr es geschafft habt durch das neue und wie ihr vorhin auch gesehen habt, sehr gefährliche Gefahrengebiet am Kottbusser Tor. Herzlich willkommen, dass ihr es bei vielen, sage ich auch mal, wieder geschafft habt zum Geburtstag vom Kiezburger N64 von Olli Wolfinghoff und mir. Olli kann Stand jetzt leider heute nicht dabei sein. Wir wollen ihn nachher aber nochmal versuchen, per Livestream zuzuschalten. Vielleicht kriegen die Verbindung hin, das ist jetzt noch nicht ganz klar, wie ihr nun wisst und mit Technik und so. Aber wir haben auch schon mal vorgesorgt, für den Fall, dass es nicht klappt, haben wir einen überlebensgroßen Olli aufgehängt. Und wenn ihr zum Beispiel gerade noch aufs Kirchen wartet, dann könnt ihr euch in der Zeit mit ihm fotografieren, ein Selfie machen und das dann als Erinnerung an den heutigen Abend. Ja, also wir haben den zweiten Geburtstag dieses Büros. Schön, dass wir mittlerweile das auch geschafft haben. Das Hashtag für die heutige Party, falls ihr es braucht, ist N64versary, also N64versary. Ich will jetzt keine lange Vorrede halten, warum es das Büro gibt, Abgabengesetz, Reform und so weiter, das haben wir alles schon gehabt, ist auch, glaube ich, gar nicht mehr so spannend. Aber wozu ich ganz gerne mal was sagen würde, ist, was wir hier eigentlich so im vergangenen Jahr seit der letzten Geburtstagsparty gemacht haben. Und zwar, das ist durchaus so, dass wir uns hier im Kiez auch so ein bisschen etabliert haben. Wir haben mehrmals die Woche hier Sprechstunden, die wir anbieten, auch Hilfestellungen für Außenstehende, sei es Mietfragen, sei es Aufenthaltsfragen, wo wir dann versuchen, im Zweifel an die richtigen Kontakte weiterzuvermitteln. Wir haben hier zahlreiche Events durchgeführt. Wir hatten die Mittwochabendsveranstaltung, wir hatten eben auch die Veranstaltung, wo wir bestimmte Diskussionen durchgeführt haben zum Thema Racial Profiling, zum Thema Pegida unter dem Hashtag Menschenfeinde. Will ich jetzt auch gar nicht so sehr in die Details gehen, wir hatten auf jeden Fall spannende Gäste und haben so ein bisschen versucht, hier an den Wänden nochmal eine kleine Übersicht zu geben, was wir in den letzten 12 Monaten hier gemacht haben. Findet ihr hier und dann eben auch im oberen Raum und könnt einfach mal so einen kleinen Eindruck geben. Ja, wir haben so ein bisschen was Neues gemacht und zwar haben wir eben auch so eine kleine Spendenstelle eingerichtet. Es gibt hier eine Kooperation mit insgesamt 6 Unterkünften in Kreuzberg und einer Unterkunft in Treptow-Köpenick, wo wir eben für die Unterkünfte Spenden sammeln und dann regelmäßig dorthin bringen, aber wo wir auch den Geflüchteten die Möglichkeit geben, das Büro zu nutzen. Einige davon sind auch hier. Hallo, Bassam, Bart und andere. Die eben auch regelmäßig hier sind und für uns eben auch als Anlauf- und Ansprechstelle nutzen. Auch dazu haben wir hier oben einen Poster aufgehängt. Könnt euch über die Aktivitäten, die wir hier machen, informieren. Übrigens auch am nächsten Dienstag. Da ist nämlich ab ungefähr 15, 16 Uhr im SO36, gleich hier um die Ecke, auch noch im Gefahrengebiet, ein großer Welcome-Tag, wo verschiedenste Initiativen, die mit Geflüchteten arbeiten oder Geflüchteten eine Anlaufstelle bieten, eben einen Stand haben, wo es Diskussionen gibt und wo eben auch Geflüchtete mit verschiedenen Organisationen zusammengebracht werden sollen. Das ist also am nächsten Dienstag ab so ungefähr 15 Uhr dann im SO 36. Vielleicht noch erwähnenswert, wir haben mittlerweile doch eine ganz ansehnliche Datenbank aufgebaut, eine digitale Datenbank, wo wir eben Podcasts, Videos und so weiter auch anbieten, unter anderem eben auch die Videos, die auch unter Mithilfe von außen entstanden sind, von meiner Reise nach Lesbos und auf die Balkanroute im letzten Oktober. Also wenn ihr Lust habt, da mal reinzuklicken, wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr unseren YouTube-Kanal abonniert. Wir haben noch irgendwie 60 Abonnenten, das ist durchaus noch ausbaufähig. Wir haben einen regelmäßigen Newsletter, den wir auch verschicken mit Informationen hier rund um den Kiez, was hier im Büro passiert, auch ein bisschen was so zu landes- und bezirkspolitischen Themen, was uns gerade als relevant erscheint. Wäre auch super, wenn ihr euch da eintragen wollt. Wir geben dazu gleich ganz analog nochmal einen Zettel rum, da könnt ihr eure E-Mail-Adresse auch eintragen. Ansonsten natürlich auf unserer Webseite n64.cc. Und damit komme ich dann schon zum nächsten Punkt, nämlich all diese Dinge könnte es tatsächlich nicht geben, wenn Olli und ich hier alleine stehen würden. Es gibt hier eben ein richtiges Team,
was hier aktiv ist und was all diese Angebote und all diese Aktivitäten mitgestaltet und auch unterstützt. Und das will ich heute auch mal ein bisschen eindrücklicher auch erwähnen. Und zwar zum Anfang eben jemand, den ich leider letztes Jahr aus der Hast und aus Vergesslichkeit halt leider gar nicht erwähnt habe. Dabei ist es jemand, der hier nicht nur die Finanzen und die Ressourcenplanung macht, regelmäßig Events, Filmabende organisiert, unsere Podcasts bearbeitet. Nein, es ist auch jemand, der eben quasi sowas wie unser erster Mitarbeiter ist, wenn man das so sagen kann. Und der eben auch schon nach diesem Büro gesucht hat, bevor wir überhaupt gewusst haben, dass wir ein Büro dieser Art wollen und was wir da eigentlich konkret wollen. Deswegen würde ich Gregor, wo ist er denn gerade? Gregor, einfach mal ganz kurz nach vorne bitten. Aus Anlass der Tatsache, dass du ja schon, ich glaube, 2013 hier sozusagen durch die Gegend gelaufen bist und versucht hast, etwas zu finden, was wir als Büro nutzen können, habe ich überlegt, ich gebe dir eine antike Stadtkarte von Berlin aus dem Jahre 1895, damit du dich immer an diese dann doch am Ende auch erfolgreiche Suche nach dieser Bürolocation noch erinnerst und natürlich an das Team und an uns und den heutigen Abend. Danke dir. Erster Mitarbeiter kann man natürlich tatsächlich nicht so richtig sagen, weil Gregor hat hier gleichzeitig angefangen mit jemandem, der tatsächlich unglaublich viel geleistet hat. Viele verschiedene Aufgaben, Mensch für alles könnte man sagen, aber natürlich auch immer in Kontakt zu den Leuten draußen stand, Videos und Podcasts bearbeitet, geschnitten hat, aber um das Ganze dann eben auch sozusagen sichtbar zu machen, brauchen wir überhaupt erstmal auch die digitale Infrastruktur, die man hier vor Ort eben nicht sieht, aber die das Ganze eben auch nach draußen transportieren. Und das alles aufgebaut hat der Jan, der jetzt auch dankenswerterweise heute hier ist. Und ich weiß, dass schon viele Leute hier aus dem Team, aber auch von draußen kamen und hier ganz, vielleicht auch manchmal ein bisschen doofe Fragen gestellt haben, ob du mal dies oder jenes machen kannst. Meine Mailadresse funktioniert mal wieder nicht. Irgendwas Technisches ist wieder im Argen. Also wenn es dir mal wieder zu doof ist, how to code, kannst du den Leuten dann gleich geben, machst du doch nächstes Mal selber und so, dass du dann eben auch nicht immer alles sozusagen selbst bearbeiten hast. Also schön, dass du auch hier bist. Ja, Jan hat ja seine Stundenzahl reduziert, übernommen hat dafür jemand, die eben auch eigentlich wirklich viel mehr Aufgaben hat, als ich jetzt hier aufzählen könnte, ohne eure Zeit jetzt doch sehr stark zu strapazieren. Videoschnitt und so weiter gehört seit neuestem auch dazu, aber es ist tatsächlich auch viel einfach Außenkontakt, also mit Leuten zu reden, die hier reinkommen und wichtige, sinnvolle, aber auch mal schwierige Fragen haben und dabei ist es halt auch immer nicht ganz leicht. Das betrifft auch den Bereich des Innenkontakts, also der auch nicht immer ganz leicht, hier sind doch auch mal Leute, ich will mich da gar nicht ausnehmen, die vielleicht als Ansprechpartner, auch als Team, nicht immer die umgänglichsten sind. Und deswegen, liebe Mara, habe ich jetzt für dich bestellt ein Buch, das mit dem Namen von Psychopathen umgeben. Das wird jetzt aufgelassen, aber eben auch schön, dass du im Team bist. Ja. Wichtige Arbeit auch im Bereich Eventplanung, Organisation, rechtliche Beratung, manchmal auch extrem schwierige oder fragwürdige Geschichten macht unser Harry. Da ist er, der steht schon bereit für die nächste Aufgabe. Und manchmal wirkt es ja so, als wenn man sich bei Dinge, die hier so passieren, auch gerade so im Kiez, noch Beratung von ganz außen holen müsste. Und deswegen habe ich jetzt auch Empfehlung des guten Oliver, hier dir ein Buch zu übergeben mit dem Titel Alles, was ich im Leben wirklich brauche, habe ich von Star Trek gelernt. Ja, und dann haben wir noch die Ursula, die kann heute leider nicht mit dabei sein. Ursula hat auch wichtige Arbeit an den Texten auf der Webseite, an dem gesamten Konzept, auch an dem Konzept der Podcasts geleistet. Und Olli hat mir zugesagt, dass er ihr ein Geschenk aus Kuba mitbringt, das heißt eben auch in Abwesenheit
danke für deine Arbeit hier im Team und im Büro in Düsseldorf. Ja, dann würde ich einfach gerne mal allen Leuten danken, die bisher im Team gewesen sind, die hier schon mitgearbeitet haben als Schülerpraktikanten oder sonstige Praktika oder Aufgaben übernommen haben, die uns hier mittwochs abends besucht haben, auch mal unterstützt haben, auch mal Filmvorschläge gemacht. Einfach mal ein Danke in die Runde. Und dann ist natürlich tatsächlich jetzt noch die Person, die ja auch hier so mit im Titel steht. Und deswegen würde ich jetzt mal einen Blick in die Richtung werfen, die gerade am Rechner steht. Harry, können wir vielleicht eine Live-Verbindung mit Olli aufbauen? Ich versuche mal. Okay. Vielleicht kriegen wir es halt hin. Wäre natürlich super, wenn der eben hier auch noch das Stream, ne? Was er zu euch sagen könnte. Ja. Na, ist er das? Nee, ist es noch nicht. Okay. Also die Technik hier? Ja, es ist schwierig, ne? Aber wir das ist wahrscheinlich, weil du abgelenkt bist durch das Bild im Hintergrund. Nein, leise. Ah, es klappt doch. Genossinnen und Genossen, Anti-Autoritäre, Anti-Piraten. Als wir dieses Büro im Jahr 2014 übernahmen, habe ich unsere Mission proklamiert. Den Sozialismus zur Wahrheit und Tat zu machen und den Kapitalismus mit Stumpf und Stiel auszurotten. Diesem Ziel sind wir in den letzten 2 Jahren mit großen Schritten näher gekommen. Mit unserem Grillstand haben wir das Maifest politisiert. Kutte Wanzner wurde nach Friedrichshain abgeschoben und unsere Filmabende bei Marthe und Sternburg sind Glutherde revolutionärer Subversion. Doch in unserem alltäglichen Kampf mussten wir auch feststellen, die Trojaner der Reaktion ließen keine Gelegenheit aus, den Klassenkampf von oben zu befeuern. Deren Gesetz lautet, sprich nicht über die Gruppe. Kreuzberg ist noch nicht gewonnen, denn worum es hier wirklich geht, sind Interessendurchsetzungen mit undemokratischen, ja faschistoiden Methoden. Klüngelgruppenbedürfnisse, Selbstbestätigung und Angst. In diesem Bezirk herrscht Krieg. Auch dich, Genossin, auch dich, Genosse, frage ich, cui bono. Doch für uns gilt weiterhin, an der Veränderung der Verhältnisse in Kreuzberg zu arbeiten, ist die Aufgabe der Linken. Für uns steht jedoch unzweideutig fest, dass der Rahmen, in dem wir uns damit bewegen, nicht nur Kreuzberg, sondern insgesamt der europäische Raum ist. Unser Streben nach gesellschaftlichen Veränderungen muss immer auch ein Streben nach Veränderungen in Europa beinhalten. Ich kann heute leider nicht bei euch sein, um das 2-jährige Halten unseres revolutionären Stützpunktes für würdig zu begehen. Doch ich möchte auf diesem Wege die folgenden Worte an euch richten. Revolution ist nicht ein kurzer Akt, wo mal irgendwas geschieht und dann ist alles anders. Revolution ist ein langer, komplizierter Prozess, wo der Mensch anders werden muss. Die Revolution kennt keine Triebe, die Revolution ist Trieb. Es ist meine gefestigte Auffassung, dass Revolution ohne einen gesellschaftlichen Konsens nicht denkbar ist. Jede fortschrittliche Bewegung benötigt den gesellschaftlichen Konsens als tragfähige Basis. Wenn die dabei erzielte Kompromissbildung zugunsten linker Kompositionen ausfällt, ist der Weg zum Sieg nicht mehr weit. Nur so, durch fortwährende revolutionäre Kompromissbildung, kann durch das Fordern des Unmöglichen das Mögliche erreicht werden. Der Weg zur Revolution ist ein Prozess permanenter Bewusstwerdung und permanenter Ausbildung eines revolutionären Bewusstseins. Ich habe mich deshalb gemeinsam mit der Genossin Helm auf den Weg ins Paradies der Werktätigen gemacht. In Kuba werde ich mich intensiv mit den dortigen Genossinnen und Genossen austauschen. Ich werde Produktions- und Bildungsstätten besuchen. Ich werde euch von den beispielhaften gesellschaftlichen und politischen Errungenschaften Kubas berichten. Darüber hinaus werde ich an verschiedenen Schulungen der Partido Comunista de Cuba teilnehmen und euch auch hierzu einen ausführlichen Bericht vorlegen. Ich habe diese lange und beschwerliche Reise auf mich genommen, um gestärkt für den Kampf um Kreuzberg
und Europa wiederzukehren. Deshalb und nur deshalb musste ich den Aufenthalt in Kuba, den heutigen Feierlichkeiten in der Nauninstraße vorziehen. Der Revolutionär kennt keine Ferien vom Klassenkampf. El revolucionario verdado está guiado por grandes sentimientos de amor. Hasta la victoria, siempre. Ja, ihr habt gehört, der Klassenkampf schreitet voran. Gerade noch in Kreuzberg, schon wieder in Kuba und bald wieder hier. Das war jetzt sozusagen nochmal die politische Agitation, die ja nicht fehlen darf. Von meiner Seite jetzt noch ein paar letzte Hinweise. Und zwar, die Getränke habt ihr wahrscheinlich schon entdeckt. Wir sammeln tatsächlich noch Spenden, die fließen dann aber wieder, fließen ist der richtige Begriff, auch in neue Getränke. Also insofern, wenn ihr da jetzt nicht spendet, seid natürlich herzlich eingeladen. Das Buffet ist oben, das ist geliefert worden von Tarek, einem Lieferdienst aus Mitte. Es gibt heute noch Cocktails, die werden von Jan und mir vorbereitet. Wenn ihr da noch euch beteiligen wollt, könnt ihr es natürlich gerne tun. Die Musik macht heute DJ Dennis. Wo ist er? Der nimmt natürlich Musik mit. Auf Twitter als Sprecher zu finden. Also ihr könnt euch noch an Twitter mit Musik wünschen. Könnt auch Twitter bewegen. Ja, also das ist sozusagen jetzt der zweite Geburtstag unseres Büros. Ich würde mich natürlich freuen, wenn es einen dritten Geburtstag geben würde. Und ich hoffe auch viele von euch. Es gibt ja durchaus Hinweise darauf, dass es auch passieren kann. Wir setzen stark darauf, dass die Bürger es nicht schaffen werden, ja eine legitime Wahl dieses Jahr durchzuführen. Aber falls es doch passiert, dann wäre es natürlich trotzdem schön, wenn es dieses Büro in irgendeiner sozial sinnvollen Form auch weiterhin gäbe. Das heißt, wenn ihr dazu Ideen und Vorschläge habt, wir setzen. Wenn ihr noch weitere Ideen und Vorschläge habt, bitte erst den 8. Oktober dann sagt uns Bescheid, schickt uns eine Mail, sprecht mich oder Olli oder sonst irgendwen an. Ja, ansonsten nutzt die Fotowand, macht ein Selfie mit dem Revolutionär, der gerade in Kuba ist. Viel Spaß beim Essen, beim Trinken und beim Feiern. Super.